Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Let's Play. Fast runtergefallen. Heute fangen wir ganz spontan an. Heute fangen wir ganz spontan an. Oh mein Gott, mit einem kleinen Let's Play. Ich dachte mir, komm, es läuft alles super flüssig. Deswegen dachte ich mir, komm, hauen wir einfach mal rein. Wir sind auf dem Server Canyon Games. Und deswegen, stirb. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier auf diesem Server Paintball. Ich habe ihn getroffen, deswegen wusste ich gar nicht. Egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich abgehe. Ich dachte mir ganz spontan, komm. Heute war ja so ein schöner Tag eigentlich, abgesehen von der Schule natürlich. Da dachte ich mir, machen wir einfach mal ein schönes Let's Play, schön am Abend. Wir setzen uns einfach mal am PC ran, starten Traps und los geht's. Wie seht, läuft alles super flüssig. Ich habe alle Probleme lösen können. Ja. Und das heißt, es werden jetzt in Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr viele Let's Plays kommen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich super drauf freuen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, natürlich. Natürlich möchte ich auch nur, dass ihr euren Spaß und Let's Plays habt. Natürlich würde ich auch gerne viele Abonnenten haben. Ich werde auch irgendwann bald mit diesen großen, wie ungespielt und so aufnehmen. Aber das ist jetzt kein Thema. Es geht jetzt erstmal ums Hier und Jetzt. Und hier und jetzt sind wir gerade in einer starken Paintball-Runde. Wir wollen ihn töten, aber leider hat er uns getötet. Egal. So. Was ich natürlich auch noch sagen wollte, dafür, dass ich jetzt erst 10 Abonnenten habe, bin ich sehr, sehr dankbar und natürlich auch sehr, sehr stolz auf mich selbst. Und dafür, dass ich erst 10 Videos habe, habe ich schon 28 Abonnenten. Das ist natürlich eine reife Leistung, finde ich. Und ich mache das jetzt schon fast über ein halbes Jahr. Und es ist immer wieder schön zu wissen, dass alle hinter meiner Seite steht und ja, es ist immer wieder ein schönes Gefühl. Auch wenn ich schon so lange wie kein Video mehr rausgebracht habe. Das mit die Folge, die Volltrolls, das war einfach so ein kleines Video, was nicht viel jetzt aussagt, aber was eben leicht zu machen ist. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Zumindest aufgenommen. Mit Marco und Battlefield. Wir wollen jetzt mal beim Thema bleiben. Und zwar bedanke ich mich, dass ihr trotzdem alle meine Abonnenten geblieben seid. Und sie immer noch seid. Und das habe ich zweimal seit gesagt, komisch. Egal. Ja, egal. Ich möchte es jetzt nicht schnell lang machen, einfach schnell. Danke, dass ihr trotzdem auf meiner Seite steht, obwohl ich das mit den Displays immer so weiter rausziehe. Und ja, irgendwann schaffen auch noch die mehr Abonnenten. Irgendwann kommt schon noch die 100 und dann die 200 und irgendwann sind wir dann auch so weit, dass wir irgendwann vielleicht bei Minecraft Hero oder so mitmachen. Kommt alles noch. Natürlich dürft ihr auch gerne meine Videos liken, weil ich habe gesehen, ihr liked nicht so gerne. Ist mir aufgefallen. Kommt mir so vor, als wärt ihr alle meine Abonnenten irgendwie gekauft oder runtergeladen. Bisschen komisch, egal. Ich möchte euch nicht bedrängen, das ist ja so schön, weil ich würde gerne. Das ist ja für mich wie eine kleine Rücknachricht, ob euch das Video gefallen hat oder nicht, ob ich das in der Zukunft nochmal mache. Das Video ist sehr schön. Wir bleiben jetzt erstmal beim Thema, und zwar bei diesem Spiel hier. Nein, scheiße. So, jetzt kann es voller Kanne losgehen hier. Wir spielen jetzt noch genau 3 Minuten Paintball und dann geht's los zum nächsten Spiel. Das heißt, jetzt noch volle Konzentration ab, jetzt. Oh, da möchte mich jemand bannen. Tja, Pech gehabt, leider kein Honor, ne? Seht ihr, ey, keiner mag mich. Nicht mal auf anderen Servern. Obwohl, ich habe eigentlich noch nie richtig auf diesem Server gespielt. Mein Bruder hat mir von diesem Server hier berichtet. Und, was heißt berichtet? Erzählt. Und ich dachte mir, komm, machen wir das mal, ne? Das soll jetzt nicht so eine Episode Minigamer werden, sondern soll jetzt auch nicht so eine Sache werden wie die Volltrolls, sondern ich möchte damit jetzt hier klar machen, dass es wieder richtig los. Ach, verdammt. Dass es jetzt hier wieder richtig losgeht in meinen Let's Plays und dass ich imstande bin, Let's Plays zu machen. Ja, darum mache ich jetzt das Video. Und deswegen dauert das Video jetzt auch ein bisschen länger hier.
Ich spiele ziemlich viele Spiele. Wir haben jetzt noch genau 1 Minute und 40. Ja. Schade, ne? Ist ein bisschen ruhig hier. Ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht GTGMMC oder sonst ein paar Freunde oder allgemein Kollegen hier auf YouTube mitmachen würden, aber leider hatten die alle was zu tun. Und ich dachte mir, gut, kann man nichts machen. Ich möchte jetzt nicht nur für die den ihren Terminplan Platz lassen. Aber wie gesagt, komm eine Runde oder mal eine Let's Play. Kann ich auch mal alleine aufnehmen. Und ja, das schaffe ich ja auch hier gerade sehr gut. Man, es freut mich, dass es wirklich so flüssig läuft. Das ist immer ein schönes Gefühl. Man sieht, dass das Let's Play schon gut wird. Ach, scheiße, das habe ich nicht aufgepasst. Okay, wir haben nicht mehr viel, wir haben jetzt noch 20 Sekunden. So, sollten wir jetzt schon mal rausgehen? Ich weiß ja nicht. Ja, komm, doch, wir gehen trotzdem schon mal raus. Ich weiß nicht, wie läuft das hier ab? Bitte was? Ja, gute Frage, ne? Oder lief? Wie komme ich denn hier raus? Verdammt. Wie dumm ist das denn? Wie komme ich aus dem Spiel raus? Oh. Oh, habe ich ein bisschen kacke geschrieben, ne? Egal, meine Finger tun ein bisschen weh. Sehr schlimm. Hat das Spiel, ach so, hat das Spiel. Ja, ich möchte hier nicht betreten, sondern ich möchte hier raus. Das checkt ja keiner. Gut, jetzt bleiben wir mal hier oben und gucken. Lief. Hab. Wie komme ich denn da raus? Oh mein Gott. Lobby. Ja, Lobby. Geil. So, was schön als nächstes? Survival Games, ja. Was ist denn Seek and Destroy? Gibt's denn nicht irgendwie so ein Buch, was man uns erklärt oder so? Naja, na gut, meine lieben Freunde, dann spielen wir das lieber doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht wäre das so wie auf Hive, dass ich ein Buch bekomme, wo drin steht, wie ich das hier spielen soll. Und naja. Tja, ist halt nicht. Oh gut, gehen wir mal in. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich ganz. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich reingegangen bin. Gun Game, genau. Ja. Ach, Gun Game habe ich auch schon mal gespielt. Das weiß ich schon nicht ganz genau. Es war ein bisschen länger her. Guck mal, ich komme eigentlich nirgendwo raus. Ja, gut zugebaut. Ich glaube, wir machen doch jetzt nicht so lange, sondern wir machen jetzt noch hier ein oder zwei Runden, je nachdem, wie geil das Spiel ist. Und dann machen wir auch wieder Schluss und vielleicht nehme ich da danach direkt noch eine Folge auf, von Survival Games auf Rennen zählt, vielleicht sogar mit einem Freund, weil ich hoffe mal mit einem Freund, weil alleine ist es immer langweilig aufzunehmen und das guckt sich ja nicht jeder gerne immer an. Denn so bei großen Ideen umgespielt und so, da ist es manchmal auch schöner alleine, weil zu mehr ist es immer manchmal, also wenn man immer mehr macht, ist das langsam auch langweilig. Okay, Gun Game. Okay, mal gucken, wie Gun Game funktioniert. Komm her, so. Okay, 5 Points for Killing. Sind sowas wie Survival Games, du, man wird immer wieder gespawnt oder was? Aha. Tim Hapke. Gut, dich töte ich jetzt nicht. Ach, Tim Hapke, das ist doch der. Ja, aber ist doch der aus gerade Paintball, oder nicht? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, bitte. Boah, Double Kill, nicht schlecht. Alter, wie schlecht bin ich denn? Ich hatte doch eine Ausbildung. Eine Ausbildung zum Kämpfer. So, Tim Hapke hier. Tim Hapke wieder am Ball. Oh, weggefetzt. Oh, das Mädchen leckt sehr. Anscheinend nimmt sie gerade auf, aber es wird auch nichts mit der. Ja, der nächste Mega Let's Play ist jetzt auch nicht. Ey, warte mal, warum habe ich jetzt eigentlich nur ein Holzschwert? Und dieser Pisser hat bestimmt ein Steinschwert. Uncool, Mann. Gleichberechtigung für alle. Was ist denn hier los? Minecraft, ey, ist auch wirklich immer wieder überbewertet.
Aber ich hat irgendwas in meinem Körper geknackst, ein bisschen getan. Nicht mehr kenne ich die Map. Ich glaube, das ist so auf Gamma HD eine Wage Mode Map. Ich habe vor kurzem. Ah, Wage Mode. Wage Mode könnt ihr natürlich auch aufnehmen. Mit noch jemand anderem. Weil Wage Mode spielen ja gerne Leute. Ich habe viele Freunde, die Wage Mode spielen. Von daher würde das sehr lustig werden. Jo, wo hast du den Bogen, Alter? Schill doch mal deine Base. Und dann schill doch. Schill doch. Schill doch. Schill doch. Ey, Junge, wie kann. Warum verliere ich denn die ganze Zeit Leben, wenn ich an den Typen rankomme? Klappt. Der hat einen Diamant. Oh, der hat einen Diamantschwert. Oh, shit. Oh, fuck off. Verdammt, Alter. Was ist jetzt im Hake? Das Diamantschwert. Ah, Diamantschwert meine ich natürlich. Der ist ja manchmal tatsächlich und ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ach, Tim Harp, ja, ich hab ihn. Ja, geil, Double Kill. Und noch ein. Ja, geil, nein, ich hab ein Eisenschwert. Scheiße. Schade. Verdammt. Jetzt muss ich mal kurz was nachschauen im Internet, aber jetzt geht's wieder. Ich hab so schlimm. Ah, guck mal, hier vorne spawnt ja direkt einer. Nein! Tim Hartke, bitte! Boah, scheiße. Okay, guck mal. Ist hier ganz alleine und jetzt habe ich es einfach mal getötet. Ich glaube, Minecrafter ist eigentlich ein Mädchen, auch wenn sie einen jungen Namen hat. Mike halt. Ja, trotzdem. Wahrscheinlich hatte ich hier gerade ein bisschen Besuch. Wahrscheinlich war das ungespielt und Dena hier gerade. Nein, Scherz, Leute. Nein. Und wahrscheinlich war hier gerade Pusky Place. Der wohnt ja bei mir in der Nähe. Kennt bestimmt auch Pusky Place. Ja, Pusky Place, berühmt. Ja, was heißt berühmt? Sie hat 70 Abonnenten jetzt. Link zu seinem Kanal gibt es in der Beschreibung. Hey, Junge, was geht ab? Ich hau dir jetzt voll aufs Maul. Yo, Bitch. Mach den Fernseher leiser und geh zu voll ab. Yo, Bitch, mach den Fernseher leiser. Ich kann dich nicht hören, weil der Fernseher so laut ist. Ey, mach den Fernseher leiser. Ey, mach den Fernseher leiser. Ey, mach den Fernseher leiser. Yo, mach den. Irgendwie gefällt mir das Lied jetzt schon. Ey, mach den Fernseher leiser. Hey, mach den Fernseher leiser. Hey. Mach den Fernsehen leiser. Hey, mach den Fernsehen leiser. Oh, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Der ist sowas von weg. Nein, Tim Hapke ist sowas von meiner, du Bitch. So, Michael, Diamantschwert und Bam. Nein, jetzt nicht ein Bogen. Nein, ich bin ein sehr guter Bogenskiller, aber mit zwei Herzen, Junge, kannst du voll vergessen. Wow, nicht schlecht. Wait, und was ist das denn? Ernsthaft? Schneebälle? Schneebälle? Aber ich kann nicht so hoch sprechen, sonst muss ich mal husten. Ich kann sowas nicht, so wie Dena oder so. So ist die Quietschstimme, ich kann sowas echt nicht. Ich muss einfach mal jemanden töten, damit ich dann direkt einen hoch bin. Ey, wie Tegre, Junge. Ich hab die gerade schon einmal gegeben. Jetzt nochmal mucken. So. Muss ich jetzt noch einen töten? Ah, das ist doch nicht ein Scherz, oder? Ach, wie süß bist du denn? Aus welchem Level kommst du denn? Tutorial, oder was? Ja, das ist natürlich süß. Okay, wir warten bis diese Runde. Wow, wow, wow. Mal mit der Ruhe. Yo, Junge, chill, chill, chill. Chill doch! Ich hab so eins getan. Oh Mann. Arschloch. Und hätte die Schneebälle. Ich will gerne wissen, was nach den Schneebällen kommt.
Jetzt gerne rausfinden. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt gleich auch, oh, Level 4. Ha, ich bin schon Level 5, du Lappen. Tut mir leid, Leute, ich habe irgendwie ein bisschen Halsschmerz, deswegen muss ich jetzt oft öfter husten. Genau. Ich bitte um Entschuldigung, ich kann echt nichts für. Es ist einfach mein Wetter und ist aber nicht mein Wetter. Und bitte entschuldigt mich auch. Ey, du Pisser. Junge, wenn das jetzt mal nicht mein Kill war gerade, ne? Und wenn das gerade nicht mal mein Kill war, den du mir gerade geklaut hast, ne? Alter, wie viel verschieße ich denn hier gerade? Wow, jetzt übertreib doch mal nicht! Jetzt übertreib doch mal nicht! Ja, jetzt wird's Team, ne? Ja, das ist doch dumm! Meine Schneebälle können die gar nicht töten! Und dann muss ich noch mit der Faust dran, aber die Faust macht ja nicht so viel Damage. Ich bin immer noch Level 5, das regt mich gerade voll auf. Ich sehe schon, ich muss die Aufnahme gleich beenden. Verdammt, das regt mich noch mehr auf. Okay, sagen wir jetzt. Ich mache jetzt noch 3 Kills und dann ist die Aufnahme beendet. Okay, guck mal, wir sind sogar nur noch 3 Spieler. Aber 3 Kills, 3 Spieler. Das heißt, einer muss zweimal sterben. Wow! Es geht mal. Ne, jetzt sind nur noch 2 Spieler. Das ist natürlich sehr tragisch, aber auch besser so. Das heißt, noch ein Kill. Ja, so Leute, das war's schon mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben oder schreibt einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder was ich verbessern könnte oder was ich sonst noch machen könnte in einem weiteren Let's Play oder was auch immer oder wie auch immer oder was ihr auch immer wollt. Oh, guck mal, ich habe jetzt ein paar Schneebälle, damit drehe ich jetzt einfach ab. Versuche einfach mal, ja, super, okay, One Hit, nicht schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich töte jetzt sogar noch ein paar mehr, egal. Nur ein paar mehr Kills noch drauf, eben nur zur Abschlussrede. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, halt Daumen nach unten. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben. Und wenn ihr halt Verbesserungen hättet, dann auch einfach in die Kommentare schreiben, was ich verbessern könnte oder was ich einfach, ich wiederhole mich schon wieder, oder was ich einfach beim nächsten Mal besser machen könnte oder wie auch immer oder wie auch was. Und gebt mich an eure Freunde weiter, wenn es euch sehr gefallen hat. Ach nein, scheiße. Egal. Und hiermit verabschiede ich mich. Bis zu meinem nächsten Let's Play und tschüss.